Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir müssen dem Verrückten hinterher irgendwo raufkraxeln. Lasst uns mal kurz auf die Karte schauen. Da ist was Unbekanntes. Und da ist Savoha. Den müssen wir finden. Wieso ist der nicht markiert? Wegpunkt. Muss ich da außen rum? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da werden wir doch irgendwie auch hier rüberkommen. Kommen wir nicht? Na gut, aber hier ist Loot. Das ist natürlich wichtiger, als den Halbverhungerten da zu finden. Gut, Medizin haben wir. Boah. Da wollen wir mal. Da ist doch ein kleiner Pfad. So. Hier komme ich nicht hoch. Da ist doch eine Leiter. Ich will die Leiter benutzen. Ja, irgendwie. Ich dachte, es wird hier wieder angezeigt, wo ich langlaufen kann. Es gab irgendwie ein Update. Na, okay. Vielleicht muss ich die Stufen zum Sieg hier erklimmen. Wer weiß das schon? Sü. Boah, nett hier. Ich würde da nicht so schnell Ein Stück von der hochgekraxelt Leiter. kommen. Lukas Nein, ein schaute Stück rechts. Leiter. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Begutachten. Oh Sieht je. frisch aus. Muss abgebrochen sein, als Savoha hier hochkam. Ja, da brauchen wir Patafix. So. Kommst du hoch? Kommst du nicht hoch? Ah, doch, da. Wie ging das nochmal? Ich hatte jetzt ein bisschen Pause beim Zocken. Ah, Doppelsteuerung. Irgendwas hat das ja noch gebracht. Ich war auf Geschäftsreise für eine Woche, habe ein bisschen Videos vorproduziert. Deswegen, obwohl das relativ zusammenhängt mit dem letzten Video ist, habe ich keine Ahnung Ich mehr, kann was die hier Wand nur abgeht. erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Du willst gegen eine Klippe springen. Besser als runter. Ja, okay. Springe gegen eine Oberfläche und tippe dann Control. Ja. Okay. Wandsprung. Hab ich wunderbar hinbekommen. Weiß nicht, ob ich das ein zweites Mal ohne Anweisung hinbekomme. Ohne Anleitung. Okay, wie klettere ich jetzt höher? Wandsprung. Na, Alles also. gibt eine gute Farbe. Ja, du kennst dich aus mit deinen Farben. Ich verlasse mich mal auf ihr Wort. Wir haben aber noch nichts gesehen, was hier einfärbbar ist. Es kommt alles noch. Die Ist, glaube ich, Leiter auch muss nicht so hinter Savoha relevant. gebrochen sein. Ja, Ich muss vielleicht hat er warten, bis Savoha genauso einen kommt. fetten Arsch wie ich. Wer weiß das schon? So, ich würde sagen, die Pflanze ist es mir wert, dass wir dann einen kleinen Ausflug nach rechts gemacht haben. So. Wie hoch ist der denn gekraxelt hier? Und warum kommt er nicht zurück? Na gut, wenn er alle Leitern. Eine zerstörte Brücke. Ja, Vielleicht super. kann ich zur anderen Seite springen. Tu dir keinen Zwang an. Okay, da ist ein Dingpunkt. Aloy traut sich das zu. Hui. Ohohoho. Blut. Sehr viel Blut. Hat er auf die Savoha. Fresse bekommen. Oh je. Er muss sich beim Überqueren der Brücke ziemlich schwer verletzt haben. Das sieht nicht gut aus. Ja, warum macht er denn Er hat sowas? eine Spur hinterlassen. Da ist der Sturmvogel. Ich Was komme für ein näher. Sturmvogel? Vielleicht war das auch ein Sturmvogel, der blutet. Okay, muss man anscheinend da runter. Na gut. Da ist der Sturmvogel, Maschinen. oder? Oh. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Wieso sollte ich mich immer Oder sie erledigen. vorbeischleichen? Ihr habt doch gute Waffen. Aloy, nicht so zimperlich. Wir müssen die Dino schon ausschalten. Hades hatte recht. Zumindest sind die echt aggro. So, da könnte man natürlich runterspringen. Will jetzt noch nichts Falsches machen. So, irgendwie wird das schon gehen. Ab ins Wasser. Vorsicht, Aloy. Mach keinen Scheiß. Es geht wieder aufs Knie. Und zwar aufs Schlechte. So, ein bisschen nachcraften. Hast du mich entdeckt? Kollege, komm mal her, dann kann ich dich heimlich ausschalten. Habe ich Feuermunition dabei? Weiß ich nicht. Brauchst du nicht. Oh je. Oh je, dein Kumpel ist nicht beeindruckt, dass ich das gemacht habe.
brauche ich doch keine Verstärkung. Und du bist feuerallergisch? Nee, schwach gegen Frost. Aloy, was laberst du denn? Na, okay. Jo. Ah, probieren wir doch gleich nochmal. Und auf die Fräse. Also, zum Sausbauteil. Und jetzt in die Fräse. Ah, doch, gar nicht so schlimm. So, sammeln wir noch ein. Ja. Nette Grieber. Das werden auch eure Grieber. Ist das nicht ein schönes Wortspiel? Hey! War gerade noch mit deinem Kumpel beschäftigt. Oh oh. Au! Na also. Du kannst mich doch nicht verletzen in der Finisher-Animation. Ah, oh, das ist klasse. Ich liebe diesen schweren Schlag. Das waren alle. Ach, es sind Wühler, keine Grieber. Naja. Kann man ja bei Episode 14 noch verwechseln. Ist egal. Wir kommen zurück. So, Rohstoffbehälter. Die sind für Papa. Beziehungsweise in dem Spiel für Mama. Was ist das? Schrotthaufen. Mit Sprengpaste. Ich mag meine Sprengpaste. Hat hier nicht jemand was von Sturmvogel erwähnt? Guck mal, da hinten eigentlich in die hinteren Wasserfall. Sieht erstmal nicht so aus. Dann schauen wir mal nach dem verletzten Haufen Savoir, der hier irgendwo wahrscheinlich da im Tempel liegt. Sitzt. Gedeiht. Na gut. Loot hat immer Vorrang. Das ist meine einzige Vertragsbedingung, die ich hier an die Leutchen stelle. Okay, da wäre auch eine Brücke gewesen. Das sieht richtig morsch aus. Da hat jemand aber im Frühling... Lebst du noch, Kollege? Die wahre Sonne über mir. Ich bin deine Sonne. Vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Wieso nicht sofort? Die wahre Sonne über mir. Du musst Zavohar sein. Die wahre Sonne vor mir. Hier, ich bin die Sonne. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Das ist gutes Wasser. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst im Magen oder im Kopf? Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört. Zum Ritual. Ja, das ist eine schöne Ausrede. Kann man den nicht einfach niederknüppeln und dann Huckepack runtertragen? Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Weißt du, was ein Signalturm ist? Hat sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Deine Leute vergammeln im Camp. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Wahre Sonne. Bar und Nahrung. Ganz viel Nahrung. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ja, ich bin deine Erlösung. Diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Okay. Dann schneid mal sein Herz raus, einmal speichern. Ist das schön. Wenn ich jetzt auf die Fresse falle, können wir zumindest laden. Was haben wir da? Goldene Blüte. Das ist eine interessante Farbe für meine Rüstung. Ja, komplett Gold. So wie in Call of Duty die Waffen. Die Greifpunkt. Bin doch gar kein Greifvogel. Ich würde gern springen, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Es gibt einen anderen Ausweg, ich muss nicht springen. Muss ich echt da runter und da rüber kraxeln? Die Antwort lautet ja. Au. Toll. Das habe ich richtig toll hinbekommen. Hätte man auch leichter rüberkommen können. So. Komm, hier ist ein Spalt. Ey, Aloy, kannst du keinen Spalt entlang?
Muss ich ernsthaft wieder hier hoch? Na, da war doch ein Greifpunkt. Greifpunkt! Okay, doch doppelt Leertaste. Ich dachte doppelt Steuerung, aber Leertaste hat diesmal besser funktioniert. So. Hoch mit dir. Farben herzustellen. Ja, ja, schöne Farben. Könnte ich einfach drüber gleiten? Das wäre so die einfachere Möglichkeit. Was haben wir hier noch? Ne, zur Kante will ich mich nicht fallen lassen. Boah, da hinten vielleicht, aber das will ich eigentlich auch nicht riskieren. Ein Seil. Okay. Ja, kann man hiermit noch was machen? Menschliches Gewicht kann das tragen. Aha. Wenn Aloy menschliches Gewicht hat, klappt das ja. Vielleicht da hinten hingleiten, aber ich glaube, da bin ich auch zu fett. Hier rechts wird es vielleicht gehen. Probieren wir es, oder? Aloy! Schön festhalten. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Weil Nachdenken schwierig ist. Nachdenken tut weh. Gut, das Meditieren in völliger Askese tut auch weh. Ja, keine Ahnung. Vielleicht zu lange in der Sonne gesessen. Warum reißt euch die Kälte ein? Deine Haut reißt ein? Ist hier kalt? Wieso ist hier kalt? Bist doch so warm angepackt. Eingepackt. So, her mit dem Sturmvogelherz. Gib mir dein Herz. Sonst erfährst du Schmerz. So, da. Komm ich da hoch? Na also. Ein Glück ist die so wendig und sportlich. Wie, du jumpst jetzt runter. Wir haben es so weit geschafft. Ich bemühe mich mit der Steuerung. Irgendwo hier hoch? Aloy? Hast du eine Ahnung? Ich habe keine. Nein, hör auf. Hör auf, wieder ausweichen zu wollen. Sieht das nicht gut aus? Aloy, halt dich fest. Ich will doch nur da noch oben. Nein! Aloy! Alter Schwede. Purpurne Blüte. Ein Glück, komm mal hier hoch. Das wäre mir sonst richtig auf den Geist gegangen, dass sie wieder die Klippe runter ausweicht. Also dieses Doppelt-A-Drücken, Doppel-D-Drücken, dass das zu so einer Hechtrolle führt, war schon öfter jetzt mein halbes Verhängnis. Ich weiß nicht, ob ich das ausstellen sollte. Weil mir wird theoretisch reichen, wenn man auf Steuerung ausweichen kann. Weiß ich nicht. So. Unerreichbar. Komplett unkletterwürdig hier. Was erwarten die denn? Da müssen wir doch irgendwie hochkommen. Da müssen wir was... Ein Geröll, Steinschutt. Funktionierende Signallinse ist drin. Ist das nicht schön? Na gut. Komm, irgendwie müssen wir da doch... Ah, das sieht richtiger aus. Aloy. Dankeschön. Und Dankeschön. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Ja, ich arbeite dran. So, Signallinse. Ich finde sicher später Herz. Raus, was ich damit mache. Da, mit dem Herz. Das ist ein Sturmvogel, der ist ja riesig. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Ja, und mal duschen auch nicht. Sollen die so riesig sein? Haben wir bis jetzt keine Sturmvögel gesehen? Na gut. Ich will mich nicht abseilen, ich will darüber. Das reicht. Das reicht. Das Lama? Reicht. Wie geht es dir? Hi, Kollege. Lebst du noch? Savoha? Ja,
Der ist platt, wa? Wie viel ist sein Herz wert? Getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Jo. Ruh dich am besten noch ein bisschen aus hier. Und ihr das Sturmvogelherz geben. Ja, dann krieg mal hin. Hui! Wie das rauscht. Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn ich einmal Gleiten jetzt loslasse, hab ich das Gefühl, ich kann es nicht wieder aktivieren. Zumindest hatte ich vorhin den Eindruck. Komm schon, mach doch keinen Ärger. Geht aus dem Weg. Ja, doch. Hätte funktioniert. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Hallo, ich hab den Loot. Hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Ja. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab ich den auch. Sturmvogel abgeschossen. Ich hau dir gleich aufs Maul. Gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkarja. Ich hol sie mir. Ich bin die Retterin von Meridian und der ganzen Welt. Du musst zuerst an mir vorbei. Willst Gerne. Du das wirklich tun, Tolland? Du weißt, wer ich bin. Glaubst du etwa, dass ein einzelner Osaram es mit mir aufnehmen kann? Wir sind zu fünft. Oh. Ah, verdammt. Aha. Deine Männer stehen nicht hinter dir. Okay, du gewinnst. So einfach gibst du auf. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Ja, ja. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Das ist richtig, dafür haben wir auch die Beute. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ciao, Jungs. Ich brauch einen Drink. Bring gleich zwei, dann wird's vielleicht freundlicher. Aloy, und wieder. Danken wir dir. Bitte Gern schön. Geschehen. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Bestimmt 200 Scherben wert. Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Ist tot. Ja. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Oder eine Anführerin. Geh nach Kettenkratz. Ich melde mich freiwillig. Such dir die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Nicht viel. Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Behalte alles, was du hast. Oder was ist das? Dann auf nach Kettenkratz. Ist das eine MP5? Die wäre hilfreich. Vor allem gegen diese Alien-Typen. Die Meister oder wer das ist. Ich schätze mal, das sind die Meister. Nebenquest abgeschlossen. Sowas hört man gern. Ich habe ein Heer Gabelbein gefunden. Beziehungsweise geschenkt bekommen. Auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Beziehungsweise was hier noch ist. Kein Fragezeichen mehr in der Richtung. Da können wir Streit anfangen. Da ist das eine. Blockierter Weg. Fehlendes Werkzeug. Fehlendes Werkzeug benötigt. So, so. Gut, da kommen wir ja ursprünglich her. Hier ist noch Feuerglimmer, was auch immer das gerade heißt. Ob man da durchkommen, ob man das abgeschlossen haben, weiß ich nicht. Unbekannt, okay. Der Schrecken. Rede mit Turles. Okay, dann reden wir mit Turles. Quest aktivieren und reisen. Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise. Stufe 14 erreicht. Das ist Musik in meinen Ohren. Stufe 14 erreicht. Ja, das reicht mit meiner Singstimme. Gut. Reisen. Ja, schnell dorthin reisen. Hab gerade gesehen, dass auch eine andere Quest in der Nähe. Tritt näher, nicht zu schüchtern. Ich bin nicht schüchtern. Ich mach das. Aber ich will verwöhnt werden. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen.
Finde ich gut. Weiß ich nicht. Hat allerlei Prüfungen. Nein, ich will keine Prüfung. Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Ich komme später wieder. Streifen verdienen. Ach, die Jagdgebiete gehören den Kaja. Die Tenakt haben im Westen auch welche. Na gut. Die Kaja haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenakt haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Kaja vertrieben haben. Aha. Ich habe kein Interesse an deinen Prüfungen im Moment. Wenn man seine Streifen verdienen. Es gibt richtig viel Gold. Das sind Scherben von den Kaja. Kriegsbeute. Dankeschön. Das heißt, man kann sie im Tenakt-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Oh. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Kaja bei den roten Raubzügen ja auch. Naja, dann macht's ja das wieder gut. Wenn du nach Westen willst, könnte Iswat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Das klingt dann wieder besser, wenn ich Ausrüstung dafür bekomme. Oh, und falls du zufällig Streit spielst, mein Freund da drüben hat tolle Sachen zu tauschen. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Was hast du denn? Okay. Handle mit Todes. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Explosive Stolperfalle und Seilwerfer. Ja, das hilft mir nicht. Ich brauche einen besseren Bogen. Verkaufen. Rohstoffe, Werkzeuge, Spulengewebe. Habe ich hier nicht irgendwie... Achso, hab ich letztes Mal wahrscheinlich alles verkauft. Joa. Weg damit. Rest behalten wir. Und du hast Streitfiguren. Jagdgebiet Hüter. Okay. Na gut, red mal noch mit denen. Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakt suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Super. Oh, ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Kriegerbögen sind schnell feuernde Bögen für kurze Entfernung. Aha. Alle Kater-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Ja, bla bla bla. Abrissprüfung. Entferne und plündere Wühler-Energiezellen. Wie viel braucht man davon? Okay, da gibt's große Ganzstreifenbelohnung. Erlange alle. Ja, dann macht man mal eine, oder? Prüfung starten. Ja, bin bereit. Muss hier nur was abschießen. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Aha. Dann rein mit den Seilen. Hui. Wenn ich die richtige Brut. Und was sind eure Energiezellen? Ne, Plünderer? Ne, Wühler-Energiezellen. Wo sitzen die denn? Achso, das geht nach Zeit. Denk mal, das sind Energiezellen. Hast du noch eine Energiezelle, Kollege? Achso, die Wühler sind ja da hinten. Hi. Stehen bleiben. Ach, das sind Lohe. Wo sind eure Energiezellen, Kollege? Oder ist das ein Au? Au. Wieso kriege ich so auf den Sack? Ah, da liegt einer. Ich brauche nochmal Energiezellen, Kollege. Hier irgendwo? Da. Bam. Abgeschlossen. Ihr könnt jetzt weggehen. Wie rüste ich nochmal meine Wutfähigkeit aus? Ach. Aus Waffenrad und Leertaste drücken war das. Ja! Au. Au. Komm, ich soll doch mehr Schaden machen. Ah, das ist schon cool. Wenn ich nicht dauernd... Vorsicht, Baumstämme. Down? Noch nicht ganz. Keine Munition mehr. Das ist schlecht. Ah, bin ich mutig. Ich würde sagen, das klappt hier. Das ist ein voller Erfolg. Tja, halt mal die Phrase jetzt hier anderen. Ich glaube, einer ist noch. Da ist noch einer.
Na gut, wir müssen erst. Da ist auch noch einer. Au. Kollege. Noch nicht genug. Willst du auf die Fresse? Zumindest auf die Hörner. Na gut, jetzt hat er genug. Irgendwann muss es ja soweit sein. So, schön die Hörner wegstecken. Jetzt müssen wir noch looten. Und dann sammeln wir mal unsere Bändchen ein, die wir verdient haben. Also schwierig war das jetzt noch nicht. Außer beim Feststellen, was Energiezellen von einem Wühler sind und wo die sitzen. Aber hat ja irgendwie geklappt. Oh nee, nicht du auch noch. Nochmal aufs Maul. Vorsicht, gib mir dein Horn. Na also. Waren das alle? Das waren alle. So sollte es doch sein. Da hinten liegt auch noch was im Rohstoffbehälter hier damit. Ich heile mich mal währenddessen. Roter Hilftrank. Trunk. Nein, stehen geblieben. Du hast zum letzten Mal gewühlt. Glaub, so schreien die immer in diesen Spielen. Nein. Einhörnchen. Sehr gut. Komme ich hier irgendwie geschickt nach oben? Nö. Dann ungeschickt nach oben. Na also. Hi Jungs, ich hab die alle erledigt und ihre Energiezellen geplündert. Du warst sehr gut. Das ist für dich, Retterin. Dankeschön. Viertelstreifenbelohnung, Halbstreifenbelohnung, Ganzstreifenbelohnung. Wunderbar. Und Jagdmedaillen, bla bla bla. Jagdmedaillen, Jagdmedaillen. Aha, aha. Fortfahren. Streifen, Ganzstreifen, 1 Minute 30. Okay, das haben wir ja geschafft. Es ist nie zu spät, sein Geschick zu trainieren. Das ist richtig. Das ist richtig. Und du hast Streitfiguren her damit. Streitfiguren kaufen. Warum nicht? Stürmer-Streitfigur kaufen. Kaufen. Wunderbar. Und dann hatten wir hier noch was in der Nähe. Erstmal unbekannt. Und vor allem hier Alarmantennen. Gehen wir mal zu den Alarmantennen. Ach, geh mal vielleicht dahin. Kann ich da schnell reisen? Nee, noch nicht. Na gut, Wegpunkt ist da. Ich will wissen, was wir beim Feuerglimmer machen können. Vielleicht war man da auch schon, aber dann kommen wir ja locker runter. Eine Krähe. Keine Krähe mehr. Na scheiße, jetzt liegt die hinterm Zaun. Lagerfeuer. Ist das immer noch markiert? Weg. Weg. Keine Markierung. Weg mit der Markierung. Also vielleicht, weil die Quest aktiv ist. Dann können wir die ja aktiv schalten. Okay. Dann 2 Wegpunkte. Da ist das Fähnchen. Erstmal zum Fähnchen. Munition. Kann sich immer lohnen. So, und wieder das dichte Gebüsch hier. Keine Ahnung. Das klappt schon irgendwie. Fragezeichen voraus. Wildschwein voraus. Stehen bleiben. Wollt einfach nicht stehen bleiben, das Tier. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Ach, da oben wird nochmal so eine Signallinse drauf hocken. Lagerfeuer in der Nähe sehe ich gerade nicht. Gehen wir mal noch zum Glimmer und dann... Ja, glimmert das auch? Nee, das sieht nur aktuell so rot aus. Hui! Komme! Ich komme auch. So. Plan wäre jetzt aber gewesen, dass wir da rüber gleiten. Nicht, dass ich am Baum hängen bleibe und abpralle. Irgendwo ein Eingang? Boah, da ist ein Eingang. War mal hier nicht schon? Kleines Vorratslager. Also da das nicht geplündert ist. Ach, das respawnt ja. Und ich brauche Heilpflanzen. Doch, ich glaube, hier war mal. Hier haben wir doch Ulwund, nicht Ulwund, unseren Freund Ehrenglaub gefunden. Na, da hat man ja noch nichts gegen den Glanz. Okay. Dann wollen wir mal. Entzünden.
Und Deckung. Ich löse eine Kettenreaktion aus. Ja. Schöne Kettenreaktion. Bis jetzt hat das noch nichts verursacht. Ich hoffe, du hast deine Lampe dabei. Da war nur eine Vorratskiste drin. Mit bisschen Scheiß. War das alles? Das ist ziemlich enttäuschend. Okay. Hammer geklärt. Wie man so schön sagt. Dann können wir von hier oben theoretisch da runter. Die Frage ist, kommen wir da jetzt möglichst geschickt hoch? Können uns ja auch eventuell hochschleudern. Na ja, gar nicht verkehrt. Gesundheitstrink. Den hätten wir aber beinahe übersehen. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Oh, das will ich hoffen. Na gut, dann mal raus aus den Mauern. Die Hellpflanzen nehme ich noch mit. Wir können auch aktuell mal nach den Skills schauen. Wir haben neun Fertigkeiten, die wir machen können. Jägerin Überlebende. Irgendwie hätte ich gern beim Aufheben mehr Ressourcen. Dreifachhäcksler, Abprallbombe, Trankgeschick, Gesundheitstränke bieten mehr Heilung und alle Tränke werden schneller konsumiert. Medizinkapazität erhöht. Okay, das wäre auch nicht schlecht. Wir gehen trotzdem hier mal rüber. Dreifachschuss, ausdauerndes Feuer, Konzentrationsregeneration, Ausdauerregeneration, bla bla bla. Stachelfalle, Maschinengesundheit, Schwerlastträger, bewege dich mit schweren Waffen schneller. Das klingt gut. Das kaufen wir auf jeden Fall jetzt schon mal. Kostet ja nur eins. Angetriebener Stachel, das war eigentlich auch ganz nice. Aber erst später, was haben wir hier? Ein Blockbrecher. Kritischer Schlag plus auf jeden Fall her damit. Betäube einen Gegner oder bringe ihn zum Boden hier. Okay, das ist der kritische Schlag. Luftschlitzer Absprung. Nice. Resonatorschaden. Blockbrecher. Energetisiert Dauer. Nahkampfschaden. Schnelle Fallenstellerin. Flinke Handwerkerin. Plünderin. Erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen oder... Oh, ich dachte beim Looten generell. Das ist ja schade. Na gut, was haben wir hier? Konzentration, Regeneration, ausdauerndes Feuer, klingt nicht verkehrt. Ja, mach mal das doch hier mal mit den Tränken, bringt vielleicht was. Wirksame Medizin, niedrige Gesundheit, Regeneration, das ist der richtige Baum für mich. Also dann einmal das. Medizinkapazität auch. Wunderbar. Trinke einen speziellen Trank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstand gegen Statuseffekte zu erhalten. Boah, braucht man aktuell nicht umrüsten, unsere Fähigkeit. Frag mich auch, warum der gelbe Bobbel oben ist und hier seitlich nicht. Kann man das noch... Ah, weil man die Fertigkeit verbessern kann auf 3 Sachen. Das kostet aber auch hier 3 Punkte. Das machen wir erstmal noch nicht. Ich würde sagen... Mut bei Aufprall. Baue Mut auf, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Auf jeden Fall. Das passiert mir doch so oft. So, das kostet 2 und das kostet 2. Ach, was soll's. Rüst mal. Nicht ausrüsten, sondern... Hier. Okay, Ziele mit rechts und Feuere. Das kriegt man auch noch hin. Boah, schauen wir mal. Kommt auf die Waffe drauf an. So. Fertigkeiten mehr oder weniger sinnvoll eingesetzt. Dann wollen wir mal da hochkraxeln. Ganz da hoch. Wildschwein brauche ich natürlich auch. So viel Wildschwein, wie du mir geben kannst. So, hast du was Wertvolles? Ja. Makelloser Schädel. Obwohl ich so scheiße geschossen habe. Das muss mir erstmal einer nachmachen. So. Wo ist der Weg, wie es abgeht? Beziehungsweise in dem Fall, wie es aufgeht. Irgendwo hier hinten wahrscheinlich. Heute fällt es mir ein bisschen schwieriger, hier die Pfade zu sehen. Auch beim Scannen. Wo soll ich jetzt lang? Wieso kommt die hier nicht über einen Steinhaufen? Ich finde, das sind alles gute Fragen.
Aber keiner kennt die Antwort auf alle meine Fragen. Kann doch nicht sein, dass... Ah, das kann doch sein, dass wir vielleicht außenrum hin müssen. Also davon, wo unser Missionsmarker eigentlich ist, führt hier eine halbe Straße dahin. Na gut. Dann ignorieren wir das Türmchen fürs Erste und gehen zum richtigen Questmarker. Können wir ja einfach gleiten. Ja. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Die können die noch nicht überbrücken? Nein. Au. Komm in Ruhe. Alle beide. Und tot. Nein, tot. Nicht schon wieder Wühler. Au. Ich dachte, ich hätte dich erwischt. Jetzt habe ich dich erwischt. Wieso hat der so komisch geleuchtet? Jungs, lass mich in Ruhe. Mir reicht's jetzt wieder mit der Aufmerksamkeit. Nein. So, jetzt wird ein Schuh draus. Halbwegs. Wollt zwar keinen Schuh machen, aber wir haben ihn. Lass ihn in Ruhe. So. Eichhörnchen. Makelloser Eichhörnchen-Kill. Ich dachte, ihr hättet Angst vor mir. Seid doch nur Wühler. So. Sehr gut. Bisschen abgelenkt worden, aber das passt schon. Ja, ja. Du mit deinen wirden Hufen. So, das sieht hier richtiger aus. 300 Meter. Ja, und ich wette, da oben müssen wir lang, um zum Turm zu kommen. Das heißt, wir müssen die Reihenfolge einfach ein bisschen umdrehen, wie wir Sachen angehen. Na komm. Ihr seht mich nicht. Und selbst wenn, ist mir das egal, Aloy. Wir haben genügend Munition für jeden einzelnen davon. Vielleicht nicht genügend Health-Items. Das könnte natürlich ein Problem sein. Ein Lagerfeuer. Das ist wunderbar. Ein Bitterkraut. Ja. Wie ging das? Ja. Tschüss. Hast du schön überlebt. Solltest du doch gar nicht machen. Wühler. Hoffentlich trifft es. Oh, das trifft ja kaum. Ans Horn. Ganz nach vorn. So. Mal nachrüsten. Nachcraften. So. Nummer 1. Health-Item. Health-Pflanze. Nummer 2. Was haben wir geschafft? Was haben wir geschafft? Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwelche Antennen klauen. Oh, werden schon irgendwie hinkommen. Muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Ach so, das war ja so ein Vertragsding. Na gut, hier mit den Antennen. Und hier mit dem Wildschwein. Also Wildschwein 0, Aloy 1. Wildschweinknochen. Wie gesagt hat, ich brauche ihre Antennen. Okay. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Du hast ja tatsächlich Antennen. Antenne abgetrennt. Ja. Wie viel braucht man? Ja, komm. Nicht so zimperlich hier. Du hast auch Seitenteile. Das war schmerzhafter für dich als für mich. Komm schon. Naja, ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Sie haben Verstärkung gerufen. Nein. Was wollt ihr denn mit Verstärkung erreichen? Ach, bleib mal stehen, Kollege. Nicht überschlagen. Getroffen.
Alles gut bei dir? Jetzt nicht mehr. Fertig. Zeit, die abgeschossenen Antennen zu sammeln. Da ist doch noch einer. Au! Hör mal auf mit deinem Ultraschall. Keine Munition. Ein Glück kann ich so schnell Pfeile craften. Bist du tot? Bist du tot? Was war mit meiner Stimme los? Ist egal. Wir haben es geschafft. Hier, eine Antenne. 3 Stück braucht man und 3 Stück haben wir eigentlich auch. So, Energiezelle natürlich, Antenne natürlich. Antennen holen. Ja, deswegen sind wir hier, Aloy. Eine müsste aber noch hier liegen. Ich bin mir fast sicher, dass ich 3 abgeschossen habe. Okay, schade. Die kann ich nicht nachträglich noch abtrennen, warum auch immer. Ah, da liegt ja noch eine. Irgendwo hier. Zurück zu Laren bringen, wenn ich kann. Ja. Das ist der Plan. Da haben wir noch ein Lagerfeuer. Ich glaube, das haben wir inzwischen jetzt freigeschalten. Hui. Denke ich mal, oder? Vielleicht müssen wir da auch hinlatschen. Ich weiß es nicht. Ah, wenigstens kommen wir hier wieder auf Felsen hoch. Unverständlich, warum wir es auf die anderen nicht konnten. So, und einmal gespeichert. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Nächstes Mal werden wir da aufs Türmchen noch gehen. Dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Genau, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.